وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Verehrte Muslime, das Thema unserer Freitagsansprache ist die gute Tat. Im Koran lesen wir unter anderem dazu: Wer Gutes tut, tut es für seine eigene Seele. Und wer Böses tut, der tut es gegen sich selbst. Schließlich kehrt ihr alle zu eurem Schöpfer zurück. Sure 45, Vers 15. Und weiter heißt es im Koran: Und was ihr an Gutem macht, so ist Allah gewiss darüber allwissend. Sure 2, Vers 215. Und was ihr an Gutem tut, das kennt Allah. Sure 2, Vers 197. Und wer Gutes im Gewicht eines Stäubchens getan hat, wird es sehen. Sure 99, Vers 7. In einigen Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen wir: Jabir berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Jede gute Tat ist eine Sadaqa, überliefert bei Bukhari. Adi ibn Hatim radiallahu anhu berichtete: Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen: Schützt euch vor dem Höllenfeuer und sei es durch das Geben einer halben Dattel. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Abu Dharr radiallahu anhu überliefert: Ich fragte, O Allahs Gesandter, welche Tat ist am verdienstvollsten? Er antwortete: Der Glaube an Allah. Der Hadith geht weiter mit: Füge keinem Menschen Schaden zu, denn auch dies gilt als Sadaqa dir selbst gegenüber. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet gesagt hat: Jeder Muslim soll Sadaqa geben. Er wurde gefragt: Und was, wenn man nichts besitzt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Dann soll er mit seinen eigenen Händen zu seinem eigenen Nutzen arbeiten und auch etwas von seinem eigenen Verdienst als Sadaqa geben. Er wurde gefragt: Und was, wenn er das nicht kann? Der Prophet sagte: Dann soll er Armen und Bedürftigen helfen. Er wurde gefragt: Und was, wenn er auch dazu nicht in der Lage ist? Der Prophet sagte: Dann soll er andere auffordern, das Gute zu tun. Und was, wenn er das auch nicht macht, wurde er gefragt: Dann soll er sich vom Bösen fernhalten. Auch das ist eine Sadaqa, überliefert bei Bukhari und Muslim. Des Weiteren überliefert Abu Dharr, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Jeder von euch hat jeden Tag für jedes Glied an seinem Körper eine Sadaqa zu entrichten. Und jedes Subhanallah gilt als Sadaqa. Jedes Alhamdulillah gilt als Sadaqa. Jedes La ilaha illallah gilt als Sadaqa. Jedes Allahu Akbar gilt als Sadaqa. Das Gute zu gebieten zählt als Sadaqa. Und das Übel zu verwehren gilt als Sadaqa. Überliefert bei Muslim. Abu Dharr radiallahu anhu überliefert auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Verachte niemals auch nur die kleinste Kleinigkeit einer guten Tat. Sogar deinem Bruder mit einem lächelnden Gesicht zu begegnen, gilt als Sadaqa, überliefert bei Muslim. Auch Abu Huraira radiallahu anhu überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam: Jedes Glied des menschlichen Körpers muss Sadaqa geben, an jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht. Wenn du Gerechtigkeit zwischen zwei Parteien stiftest, so zählt dies als Sadaqa. Jemandem zu helfen, zum Beispiel sein Reittier zu besteigen, gilt als Sadaqa. Oder ihm beim Beladen eines Tieres zu helfen, gilt als Sadaqa. Ein freundliches Wort ist Sadaqa. Jeder Schritt, der zum Gebet führt, ist Sadaqa. Ein Hindernis aus dem Weg zu räumen, gilt als Sadaqa. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert weiter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam: Es gibt 60 bis 80 Arten des Iman. Die edelste von ihnen ist zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer den einen Gott. Und die geringste von ihnen ist, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Auch sich zu schämen ist eine Art des Iman.
überliefert bei Bukhari und Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu, überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer sorgfältig seine Waschung macht und zum Freitagsgebet kommt und der Ansprache aufmerksam zuhört, dessen Sünden vom Freitag zuvor bis 3 Tage darauf werden gelöscht. Und sich während der Freitagsansprache mit Kieselsteinen zu beschäftigen, ist so, als hätte man geredet. Überliefert bei Muslim. Des Weiteren überliefert Abu Huraira radiallahu anhu vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, 7 genießen den Schutzschatten Allahs am Tag des jüngsten Gerichts, wenn es keinen Schatten gibt außer seinem Schutzschatten. Erstens, der gerechte Herrscher. Zweitens, Jugendliche, die ihre Jugend mit der Anbetung Allahs und den Dienst für Allah verbringen. Drittens, der, dessen Herz ständig mit der Moschee verbunden ist. Viertens, 2 Personen, die sich um Allahs Willen lieben. Fünftens, jemand, der von einer bezaubernden und hübschen Frau zur Sünde eingeladen wird, es aber verweigert, indem er sagt, ich fürchte Allah. Sechstens, einer, der Sadaqa gibt, ohne damit zu prahlen, sodass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand gegeben hat. Und siebtens, einer, der sich Allahs erinnert in Einsamkeit so sehr, dass seine Augen tränen. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Verehrte Muslime, wir sehen, es gibt so viele verschiedene Arten von Sadaqa oder von guten Taten. Ob es ein Lächeln ist, ein Gruß ist, einfach jemandem die Tür aufzumachen ist, jemandem eine Last abzunehmen ist. Und als die niedrigste Art gilt, einen Gegenstand aus dem Weg zu räumen, um dadurch zu verhindern, dass sich jemand verletzen könnte. Jeder ist imstande und auch der ärmste Mensch der Welt durch ein Lächeln eine Sadaka zu spenden. Vergessen wir nicht den Wert der guten Taten in unserem Leben, die wir täglich zigfach tun, und erinnern wir uns jedes Mal daran, dass dies eventuell ein Beweis für unseren Iman ist. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Freitag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.